Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Heute wollte ich euch gerne ein Projekt vorstellen, was den wunderbaren Titel trägt: iPhone Textografie. Das klingt ein bisschen wirr, deswegen nochmal langsam: iPhone Textografie. iPhone ist klar, das Telefon, und Text und Fotografie sollen zusammengeführt werden. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich hatte vor einer Weile so ein bisschen so einen Anflug von, man müsste doch irgendwie Texte mit Fotos zusammenkriegen und nicht nur getrennt voneinander die Fotos machen und dann irgendwie überlegen, was mache ich mit diesen Bildern, oder mal einen Text schreiben, überlegen, was mache ich mit dem Text, und einfach ganz konzeptionell ranzugehen und sagen, ich mache ein Foto, guck mir das Foto an und schreibe auf dieses Foto den Text. Und das war so ein bisschen so eine Kopfgeburt und war ein bisschen schwerfällig. Habe ich überlegt, wie kriege ich das handelbar und wie kriege ich das spontaner, wie kriege ich das kraftvoller, dynamischer und kleiner, damit das Ganze im normalen Alltag passt. Ich habe ja nicht hier die Zeit, mich den ganzen Tag mit sowas zu beschäftigen, sondern es muss halt nebenbei passieren. Und da habe ich mir überlegt, okay, eine Spielregel ist, alles muss auf dem Telefon passieren. Damit wird fotografiert und darauf wird auch geschrieben. Es gibt eine schöne kleine Notizbuchfunktion und es gibt eine Kamera. Damit kann man einiges machen. Und mit diesen Spielregeln habe ich mich dran gemacht und habe einfach mal bei Spaziergängen Sachen fotografiert, habe den Leuten ein bisschen gelauscht, die da irgendwo am Straßenrand standen, sie unterhalten haben, habe im Bus ein bisschen gelauscht, war auf dem Flohmarkt und habe mal gehört, was man da so an Sprachfetzen, und habe das alles aufgenommen und habe das versucht vor Ort, habe mich einfach irgendwo hingesetzt, auf eine Parkbank oder an einen Laternenpfahl gelehnt und habe schnell auf dem Telefon die Gedanken, die mir in diesem Moment gekommen sind, aufzuschreiben und das Ganze vor Ort damit ein Foto noch zu versehen. Das heißt, dieses Ding hier war quasi komplette Produktionsmaschine und alles passierte on the fly, also nebenbei, aus der Hüfte, lomografisch quasi, einfach eine Art Schnappschuss, Schrift und Bild, führen das zusammen und publizieren das Ganze. Und zwar in der Tradition der Zines. Das heißt, es gibt eine Tradition, die ist entstanden, so sagt der Volksmund, in den etwa 30er Jahren. Da ging es darum, dass die Community, die ganz groß, die Sci-Fi-Fans waren, also Science-Fiction-Fans, die haben ihre eigenen Geschichten geschrieben, ihre eigenen Comics gemacht und haben das selber publiziert. Und dann gab es eine zweite große Welle, das war in den 70er Jahren, als die Punk-Bewegung in Gang kam. Diese Subkultur hatte eigentlich keinen Platz in den Mainstream-Medien und hat gesagt, wir machen es einfach selbst, wir fragen da keinen. Also im Prinzip das, was wir heute vom Social Media kennen, war damals sozusagen nicht griffbereit, also musste man was anderes machen, und die Technik bestimmte damals den Vertriebsweg und auch die Ästhetik. Das heißt, Fotokopierer, Sachen ausschneiden, draufkleben, über den Kopierer schicken, das Tollste war, wenn man quasi Schwarz-Weiß-Kopien auf Farbpapier machen konnte, dann wurde es richtig Hightech. Und in dieser Tradition gibt es eine ganze Bewegung und Community, die sich mit Zines beschäftigt, in Kurzform von Magazinen. Das heißt, Anspruch selber gemacht, kleine Auflage, günstig in der Herstellung und ohne Filter von anderen. Also die eigene Kreativität festzuhalten und zu verbreiten an möglichst viele Leute, ohne dass man dafür irgendjemand fragen muss. Und in dieser Logik habe ich mich bewegt und habe gesagt, ich mache jetzt das Ganze mit meinen Texten und meinen iPhone-Fotos und habe eine Serie begonnen, die sich da natürlich nennt iPhone-Textografie, wie ich sagte. Das erste Produkt aus dieser Serie ist dieses hier. Das ist das Produkt Flohmarkt. Das besteht aus einem, das ist dieses kleine Heftchen, und das kann man auffalten. Und ihr seht, das ist ein kleines Mini-Heft. Da gibt es Texte drin und da gibt es vorne drauf das eine Foto. Es gibt nicht mehrere Fotos, keine Serie, sondern es wird ein einziges Foto, bestimmt quasi dieses komplette Heft. Und die Verbindung zwischen dem Text und den Fotos ist sehr, sehr eng. Das war mir wichtig, und ich wollte jetzt keine Riesengeschichte draus machen. Es sollte möglichst klein bleiben und kuschelig und irgendwie sehr persönlich. Und deswegen habe ich mich entschieden, es gibt eine limitierte Auflage von genau 20 Stück. Mehr gibt es davon nicht. Und das ist quasi hier Nummer 20 von 20. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal gemeinsam das Zine in digitaler Form an, auf dem Rechner in Photoshop. Das erste, was ich gemacht habe, war ein A4-Blatt anzulegen, weil das war das Druckmedium, auf das ich drucken wollte. Also 297 mm Breite, und das Ganze durch 4 führt dazu, dass ich hier diese Linien reinziehen konnte. Diese Hilfslinien sind nachher im Druck nicht zu sehen, die helfen mir aber beim Layout. Und von oben nach unten nochmal in 2 Teile geteilt. Das Ganze ist im Prinzip das, was am Ende dann auch die Falten sind, die Faltlinien sind. Das macht es beim Layout sehr viel einfacher. So, die ganze Logik ist, hier vorne ist Nummer 1, da ist jetzt quasi das Titelblatt. Nummer 2 ist hier oben, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 8 ist die Rückseite. Unten ist alles richtig rum und oben ist alles falsch rum. Wenn man sich das Muster einmal gemerkt hat, geht es relativ zügig, dass man die nächsten Scenes selber nachbauen kann. Und der Witz ist, dass diese beiden Seiten
diese beiden Seiten und diese beiden Seiten gegenüber voneinander liegen. Das heißt, auch die Idee zu sagen, ich mache eine Doppelseite im Layout, hat sich zum Beispiel hier wiedergefunden, dass ich gesagt habe, ich ziehe diesen Text nicht wieder Kasten für Kasten, sondern ich ziehe einfach mal auf einer Doppelseite den Text komplett quer rüber und habe auch mich entschieden, dieses Foto hier vorne nicht nur aufs Cover zu nehmen. Ich habe es größer gezogen, damit es auf der Rückseite mit drauf ist und es dann reinragt in die beiden Seiten 2 und 3, um dieses Farbspiel, dieser Grautöne, dieses leicht grünliche mit reinzuziehen, damit man das Element mehr zu sehen kriegt, als man sozusagen nur auf einem kleinen Bild am Anfang hätte, wenn man so als Daumennagel auf dem Cover hätte. Hier gibt es den Kreis, der ist dafür da, da wird die ganze Nummerierung festgelegt, da händisch wird mit einem Stift dann eingetragen, Nummer 7 von 20. Hier ist ein Feld freigelassen für ein Wort, was in diesem Text fehlt. Das wird auch händisch eingetragen, eine weitere Stufe, das Ganze noch analoger zu machen, noch haptischer. Das ist nicht aus der Maschine, da wird einer was mitgemacht. Das ist händisch gefaltet und beschriftet. Das Ganze soll dem noch ein bisschen mehr Nähe geben und mehr Persönlichkeit geben, ist die Idee. Und dass diese ganzen Textfelder hier nicht so schön gerade drin sind, sondern mehr oder weniger reingewürfelt sind, hat auch einen Grund. Ich wollte eine gewisse, das Lapidare, das Nebenbei, das Lomografische, die ganze Idee von aus der Hüfte, wollte ich auch in dem Textlayout widerspiegeln lassen. Das heißt, hier ist nichts, was irgendwie wirklich gerade zusammenpasst und das ist volle Absicht. Und wie man das herstellt, ist eigentlich ganz spannend, weil es ist wahnsinnig einfach. Ich falte das mal auf, damit ihr es sehen könnt. Hier oben in der Mitte ist ein Schnitt gesetzt, also quasi so gefaltet und dann gibt es hier einen Schnitt. Zack. Und dann hat man dieses kleine Büchlein. Und diese kleinen Büchlein sind quasi jetzt die ersten 20 aus meiner neuen Serie. Es gibt verschiedene Heftchen, die da entstehen werden. Das ist das erste mit dem schönen Namen Flohmarkt. So, was ich mit diesen Dingern mache, weiß ich noch nicht so genau. Also ich habe mir überlegt, entweder irgendeinen Flohmarkt und verkaufe quasi Flohmarkt auf dem Flohmarkt oder ich mache irgendeinen Online-Store auf oder ich verschenke die einfach nur, weil Geld verdienen will ich damit nicht. Das ist nicht das Ziel von der ganzen Geschichte. Aber die Idee, ein Foto und ein bisschen Text mehreren Leuten zur Verfügung zu stellen und das Ganze nicht über den digitalen Weg zu machen, sondern analog, diese Idee ist das eigentlich Antreibende. Wie ich das verbreite, weiß ich noch nicht. Wenn ihr Ideen dazu habt, wie man dieses Ding an den Markt bringt oder wenn ihr selber so ein Ding haben wollt, kommentiert das einfach mal hier unten bei YouTube, da könnt ihr einfach alles reinschreiben. Und wenn ihr so ein Ding haben wollt, ja dann Gottes Namen, solltet ihr eins davon haben, schreibt einfach unten rein, wenn ihr eins haben wollt und was ihr damit machen wollt. Und wenn ihr eine Idee habt, wie man es vertreiben kann, wäre ich euch sehr dankbar. Also der Kreativmotor, der kribbelt, der läuft, jetzt ist wieder auch nicht was zu tun. Ein schönes, neues, spannendes Projekt, macht es einfach nach. Also alles, was wir hier machen, ist im Prinzip eine Aufforderung, macht es nach. Entwickelt eine eigene Idee, eine eigene Publikation, kann mit Text, ohne Text, nur Fotos, was immer ihr wollt, bastelt drauf los und bis dann, bis zum nächsten Mal. Jetzt könnt ihr fast sagen, weiter knipsen, aber weiter schreiben, knipsen, falten, all das. Bis zum nächsten Mal, tschüss und abonnieren, Facebook, kennt ihr, liken, Daumen rauf und so und also was. Bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss.